Auf in den Wüstenpalast. Die Zunge von diesem komischen Kopf ist eine Treppe. Diese Viecher habe ich auch schon mal in irgendeinem Fanhack von Super Mario World gesehen. Die lilanen bewegen sich etwas schneller. Mumien würden sicherlich gut in diesen Dungeon passen. Ach, man muss einen Schalter betätigen, damit die Truhe erscheint. Ich dachte, ich müsste die beiden Fackeln anzünden. Von diesen roten Ameisenlöwen gibt es auch noch blaue Exemplare, die keine Feuerbälle spucken können. Interessiert mich nicht, was auf dieser Steintafel steht. In Zelda Parallel Worlds gab es diese grünen Statuen auch noch in anderen Farben. Gelb und lila. Ich weiß, dass mich diese Tür in eine Sackgasse führt, aber ich möchte da möglichst jeden Raum einmal betreten haben. In diesem Dungeon finden wir den Krafthandschuh, mit dem wir Steine hochheben können. Allerdings nur die hellen, nicht die dunklen. Dürfte ich jetzt bitte die Truhe öffnen? Danke. Hier sollte man besser nicht einfach flüssig durchrennen. Das wird wahrscheinlich nicht gut gehen. Es ist aber nicht schwer hier auszuweichen. Ich hasse das, wenn ich zwei von diesen Statuen gleichzeitig im Auge behalten muss. Warum hat die denn jetzt gar nicht geschossen? Oh, ich will hier eine kleine Sandburg bauen. Die zweite Hälfte des Dungeons kann man von außen nicht erreichen. Dafür müssen wir immer wieder diesen Gang hier durchstöbern. Wozu sind die beiden Fackeln da? Ja, ich fühle mich wie ein richtiger Muskelprotz. Eigentlich müsste ich doch jetzt auch härter zuhauen können.
Für die dunklen Steine brauchen wir den Titanhandschuh. Den kriegen wir im 4. Level aus der Schattenwelt. Irgendeiner von den 8 Blöcken lässt sich verschieben. Komischerweise nur einmal. Warum habe ich die andere nicht in einer Flasche aufbewahrt? Ja, wahrscheinlich werde ich mir bei der Gelegenheit noch Super Elixier kaufen. Hier links ist noch ein Herzteil. Bloß nicht vergessen. Sonst müsst ihr den Dungeon später noch einmal durchqueren und das wird dann auch zu den Versuchen insgesamt zugezählt. Diese Geier erinnern mich irgendwie an die Fledermäuse aus der 4. Welt von Soul Blazer. Wie musste ich die Blöcke nochmal verschieben? Ich hoffe, ich muss jetzt nicht zu lange testen. Nicht, dass ich das am Ende noch offscreen machen muss. Naja, solange ich nicht erwischt werde, ist mir alles egal. Link ist immer so knallrot im Gesicht, wenn er etwas verschiebt. Im Türrahmen ist man sicher vor den verhexten Kacheln. Das Muster im Boden stellt einen Feuerschädel dar. Ich habe allerdings bis heute noch nicht begriffen, woraus sich die Versuche insgesamt genau errechnen. Ich hatte schon mal bei einer anderen Person 0 gesehen, obwohl die gar nicht flüssig durch die späteren Dungeons gekommen ist. Das werde ich wahrscheinlich niemals lernen. Dieser Raum hier ist nicht ungefährlich. Das gefällt mir nicht. Unter einem der 4 Krüge ist ein Schlüssel versteckt. Es wird mir hier ein bisschen brenzlig. Ich glaube aber, die untere Statue sieht mich hier nicht. Mein Bumerang muss natürlich auch an dieser dummen Fackel abprallen. Das beschleunigen wir wieder ein bisschen. In dem Zelda-Spiel für Nintendo DS, was mein großer Bruder vor kurzem gespielt hat, kann man mit dem Krafthandschuh nur die kleinen Steine hochheben. Aber dafür gibt es keine dunklen. Kriegen wir unsere Magie wieder, bevor wir uns dem Boss gegenüberstellen? Danke. Das ist lieb.